Und hiermit willkommen zurück zu einem neuen Video. Währenddem es in den letzten beiden Beiträgen um die Geschichte der Bessarabiendeutschen ging und wir uns davor bereits die Geschichte der Buchenlanddeutschen und Ecklanddeutschen angesehen haben, werden wir heute einen Blick auf die Geschichte einer deutschen Minderheit, die weiter im Norden siedelte, werfen. Dementsprechend, dass diese deutsche Minderheit im historischen Gebiet der Kulturlandschaft Wolinien lebte, werden wir uns heute also die Geschichte der Woliniendeutschen anschauen. Aber klären wir erstmal die Grundlagen. Wo ist Wolinien überhaupt gelegen und was ist Wolinien überhaupt? Die westlichsten Ausläufer Woliniens sind rund 600 Kilometer von der Ostgrenze der BRD entfernt. Historisch, wie auch heute, war und ist Wolinien ein Grenzgebiet. Bereits in der Antike dürfte Wolinien so ein Bereich dargestellt haben, in dem sich sowohl ostgermanische als auch skythische, aber vor allem die urslawische Kultur schnitten. Spätestens mit der Spätantike und der Völkerwanderung wurde Wolinien jedoch zu einem der Gebiete, in dem sich die frühen Ostslawen zu formen begannen. Seinen Namen erhielt Wolinien durch den damals dort lebenden slawischen Stamm, bei welchen es sich um die Wolinier handelte. Diese Wolinier sollten es auch sein, die in der Region ein erstes größeres, uns heute noch überliefertes Fürstentum errichteten. Dieses Fürstentum war dabei verschiedenen Einflüssen ausgesetzt. Sowohl aus westlichen als auch und aber vor allem aus östlichen Gebieten wurde so Druck auf diesen Staat ausgeübt. Langfristig geriet das wolinische Fürstentum so zunächst unter die Dominanz der Kiewer Rus. Im Laufe der Zeit und mit dem Niedergang der klassischen Russstaaten, welcher unter anderem durch die Mongoleneinfälle vom Osten bedingt gewesen war, breitete sich in der Region jedoch zunehmend eine polnische Hegemonie aus. Spätestens im Jahr 1569 sollte es so Polen im Verbund mit Litauen gelingen, dass Wolinien ein Teil von diesem wurde. Jedoch blieben auch während der Zeit der polnischen Herrschaft gewisse Autonomien und Eigenheiten der Landschaft Woliniens erhalten. So kam es auch, dass der ostslawische Charakter Woliniens in vielen Teilen auch in den folgenden Jahrhunderten fortbestand. Unter die feste Dominanz eines russischen Staates fiel die Region dann erst wieder mit der polnischen Teilung. Wolinien war von diesem Zeitpunkt an also ein Teil des russischen Reiches. Über all diese Jahrhunderte hatten sich in Wolinien jedoch verschiedenste ethnische Gruppen etabliert. Die meisten Einwohner dieser Landschaft gehörten dabei ruthenischen Gruppen an. Es gab aber auch eine maßgeblich aus der polnischen Herrschaft resultierende größere polnische Minderheit. Zudem lebten aber auch vereinzelt Litauer und zuweilen sogar Rumänen in der Landschaft. Eine tschechische Minderheit hatte sich in den folgenden Jahrhunderten angesiedelt. Zu den ersten Niederlassungen von Deutschen in Wolinien war es vermutlich schon im Mittelalter gekommen. Möglicherweise ließen sich erste deutsche Bauern bereits im 13. Jahrhundert in der Landschaft nieder. Zeugnisse hiervon könnten möglicherweise stark slawisierte Personen und Ortsnamen sein, die mit der Gegend in Verbindung gebracht werden können. Diese erste deutsche Minderheit, welche sich also möglicherweise bereits im Mittelalter etabliert hatte, bestand jedoch zu späteren Zeiten nicht mehr, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass sie sich bereits in diesen Jahrhunderten, die dem Mittelalter folgten, assimilierten. Zur ersten größeren Ansiedlung von Deutschen, die in dieser Region auch langfristig war, kam es dann im 19. Jahrhundert. Initiale Ansiedlungsgründe für diese Deutschen in der Region gab es verschiedene. Grundlegend unterscheidet diese deutsche Minderheit, die also damals im Russischen Reich, zu welchem Wolinien gehörte, entstand, dabei allerdings, dass sie nicht direkt von dem russischen Kaiser geladen worden war. Währenddem sich beispielsweise Bessarabiendeutsche, Schwarzmeerdeutsche, Kaukasusdeutsche oder auch ganz klassische Wolgadeutsche im Russischen Kaiserreich niederließen und verschiedene Privilegien zugesichert bekamen, die für sie die Siedlung in diesen Gebieten attraktiver machen sollte, galt dies für die Woliniendeutschen nicht. Dementsprechend wurde den Woliniendeutschen auch nicht direkt Land überschrieben. Sie waren also in den allermeisten Fällen nicht die Eigner der Gegend, in der sie sich niederließen, sondern lediglich deren Pächter. Was jedoch initial dazu geführt hatte, dass sich die Woliniendeutschen erstmal in dieser Landschaft ansiedelten, waren vor allem die politischen Entwicklungen des frühen 19. Jahrhunderts. Verschiedene Kriege dieser Zeit hatten die Siedlungsräume von Deutschen, die verhältnismäßig in räumlicher Nähe zu Wolinien lebten, so zuweilen deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Obendrauf kam, dass in dem russischen Vielvölkerstaat ohnehin eine Vielzahl von Religionen und Glaubensweisen gepflegt wurde. Währenddem also bestimmte Formen des Christentums im deutschen Raum tendenziell abgelehnt wurden, fielen sie in Wolinien hingegen kaum auf. Somit gesellten sich zu wirtschaftlichen auch religiöse Motivationen, nach Wolinien auszuwandern. Die meisten Siedler, die sich von nun an in Wolinien niederließen, wanderten dorthin also initial von benachbarten Gebieten aus. Zu nennen wäre hier vor allem die historisch relativ große und seit dem Mittelalter bestehende deutsche Minderheit im heutigen Polen, welche mit den Folgen der Unruhen, die die napoleonischen Kriege mit sich gebracht hatten, zu kämpfen hatten. Darüber hinaus wanderten aber auch Deutsche aus umliegenden Gebieten, wie beispielsweise Galizien, dem Buchenland oder auch Angehörige deutscher Minderheiten in Weißrussland und Litauen in die Region ein. In den allermeisten Fällen waren diese Einwanderer jedoch Bauern evangelischen Glaubens.
Wenngleich sich die meisten von diesen Siedlern also zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Landschaft niederließen, etablierten sich die frühen Formen von größeren deutschen Minderheiten in den Städten Wolliniens erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein weiterer grundlegender Unterschied der Woliniendeutschen zu anderen deutschen Minderheiten in Russland, wie beispielsweise den Bessarabiendeutschen oder den Wolgadeutschen, die sich in regelrechten Steppenlandschaften niederließen, wie auch den Tanlanddeutschen, die in den borealen Wäldern Nordwestrusslands siedelten, war zudem, dass die Woliniendeutschen in eine Landschaft zogen, die grundlegend jener, aus der sie ursprünglich stammten, nicht unähnlich war. Wolinien zeichnet sich so durch eine seichte Gebirgslandschaft mit gemäßigtem Klima sowie Laub- und Mischwäldern aus. Währenddem die nördlichen Gebiete Woliniens in die Pripyat-Sümpfe übergehen, wird der südliche Teil Woliniens durch die zunehmend steppenartige Landschaft Galiziens begrenzt. Währenddem die kulturhistorische Westgrenze Woliniens ziemlich genau jener des heutigen Polens und der Ukraine entspricht, lag die östliche Grenze der Kulturlandschaft Wolinien in etwa in der Gegend um das heutige Schytomyr. Und genau jene Landschaft war es, in die initial einige tausend bis zehntausend Deutsche einsiedelten. Da die Woliniendeutschen ursprünglich auch als Pächter in diese Region einsiedelten, brachten sie von Beginn an ein gewisses Eigenkapital mit. Das bedeutete zwar zum einen, dass sie das Land, auf dem sie siedelten, nicht wirklich selbst besaßen, aber zum anderen eben auch, dass sie von Beginn an ein ganzes Stück selbstständiger als andere Deutsche, die sich auf Geheiß des russischen Kaisers in Russland niedergelassen hatten, waren. Die Anwesenheit der deutschen Siedler wurde seitens der Lokalherrscher in Wolinien dabei zunächst geschätzt und bis zu einem gewissen Grad sogar gefördert. Grundlegend gehörten die Woliniendeutschen in der Landschaft nämlich zu den produktivsten Teilen des örtlichen Bauernstandes. Durch die grundlegend guten natürlichen Bedingungen wuchsen die Zahlen der Woliniendeutschen, die sich von da an verbreiteten, zudem mit der Zeit stark an. Währenddem es also initial einige tausend bis zehntausend Woliniendeutsche gab, die sich in der Landschaft niedergelassen hatten, war diese Zahl bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges auf fast eine Viertelmillion angewachsen. Mit der Zeit entwickelte sich auf diese Art und Weise ein recht gestreuter und teils sehr komplexer Siedlungsraum der Woliniendeutschen. In der Regel stellten Woliniendeutsche dabei in den entsprechenden Regierungsbezirken des russischen Kaiserreiches 10-15% der Bevölkerung. In manchen Kreisen betrug ihr Anteil jedoch bis zu einem Viertel oder gar die Hälfte der Bevölkerung. Eine Eigenverwaltung entwickelten die Woliniendeutschen hingegen nicht. Im Gegenzug wurden ihre Interessen örtlich vor allem durch die Kirche, welche teils auch Repräsentativbauten in den örtlichen Städten errichtete, vertreten. Zusätzlich erlangten manche Woliniendeutsche mit der angehenden Industrialisierung auch zunehmend Wohlstand. Einige von ihnen konnten sich so als Unternehmer verdient machen und schafften es teils bis nach Petersburg. Die Kultur der Woliniendeutschen war dabei, wie bereits erwähnt wurde, in erster Linie bäuerlich geprägt. Sie bauten in Wolinien vor allem Pflanzen an, die den örtlichen Bedingungen entsprechend waren. Die wohl charakteristischste dieser Pflanzen dürfte Getreide gewesen sein. Aufgrund ihres an sich recht waldreichen Siedlungsraums betrieben sie in den Waldstücken, die um ihre Dörfer gelegen waren, aber auch eine Waldwirtschaft. Dem Baustil nach passten sich die Dörfer der Woliniendeutschen mit der Zeit jenen der umliegenden Volksgruppen an. Die Häuser der Woliniendeutschen waren so in den meisten Fällen aus Holz gebaut. Als Material zum Dachbau bot sich wiederum Reet an. Dieses Material konnte in großen Mengen in den nördlich von Wolinien gelegenen Grenzgebieten gewonnen werden. Die Pripyat-Sümpfe boten so ideale Wachstumsbedingungen für dieses häufig verwendete Baumaterial. Interessant ist bei alledem jedoch, dass die Höfe der Woliniendeutschen in ihrer Struktur jenen aus ihren Herkunftsgebieten häufig ähnlich blieben. Währenddem die Häuser der Woliniendeutschen selbst also nicht zwangsläufig von jenen der dort lebenden Ruthenen unterscheidbar gewesen waren, behielten die Strukturen der von ihnen dort angelegten Dörfern ihre Eigenheiten teils noch lange bei. Im Grunde selbiges galt im Übrigen auch für die Höfe im Einzelnen, welche also nach wie vor klar in Wohn- und Wirtschaftsgebäude strukturiert waren. Gebäude aus Stein konnten sich unter den Woliniendeutschen in der Regel nur die wenigsten leisten. In Woliniendeutschen Dörfern waren die steinernen Gebäude dementsprechend oft solche, die repräsentative Rollen erfüllten. So galt dies beispielsweise für Schuleinrichtungen oder Kirchen. Grundlegend zeichnete sich die Kultur der Woliniendeutschen zudem dadurch aus, dass Frommheit und Verzicht recht große Anerkennung erfuhren. Kinderreichtum und eheliche Tugenden hatten unter ihnen zudem einen hohen Stellenwert. Wenngleich sich die Woliniendeutschen also zu Zeiten des russischen Kaiserreiches einen grundlegend guten Stand in Wolinien erarbeitet hatten, wurden ihre Rechte jedoch zu Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend beschränkt. So versuchte man auch im russischen Reich ethnische Minderheiten, wie etwa die Woliniendeutschen, zunehmend zu russifizieren. Dementsprechend durften ab 1880 keine weiteren evangelischen Kirchen mehr in dieser Region gebaut werden. Man wollte somit bewirken, dass sich die Woliniendeutschen langfristig der russischen Kultur annäherten und ihrerseits zum orthodoxen Glauben konvertierten.
Zusätzlich beschnitt man zudem die öffentlichen kulturellen Selbstbestimmungsrechte der Wulinien-Deutschen. In Kombination mit neuen und anderen Versprechen führte dies dazu, dass so manche Wulinien-Deutsche zu dieser Zeit begannen, abermals aus Wulinien auszuwandern und nun nach Amerika übersiedelten. Der allergrößte Teil der Wulinien-Deutschen blieb ihrer Heimat jedoch auch zu dieser Zeit noch treu. Zu einer wirklich nachhaltigen Verschlechterung der Lage der Wulinien-Deutschen in Wulinien kam es dann erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wulinien, das eine Nachbarlandschaft von Galizien gewesen war, lag so während des Ersten Weltkrieges in der unmittelbaren räumlichen Nähe zur Front. Um Deportation und Zwangsmaßnahmen zu entgehen, ließen also viele Wulinien-Deutsche ihre Nachnamen russifizieren, konvertierten zum orthodoxen Glauben oder heirateten in ruthenische Familien ein. Andere planten zu diesem Zeitpunkt wiederum, sobald der Krieg zu Ende wäre, auszuwandern. Aber auch zu diesem Zeitpunkt dürften die allermeisten Wulinien-Deutschen noch die Hoffnung gehabt haben, dass sich die Zustände nach dem Ersten Weltkrieg wieder normalisieren würden. Währenddem die russische Armee gegen Österreich-Ungarn zunächst vor allem einen zahlenmäßigen Vorteil hatte und bis tief in die galizische Provinz eingedrungen war, gelang es den Österreichern mit der Hilfe des Deutschen Reiches in der zweiten Hälfte des Ersten Weltkrieges wieder, die russischen Truppen zurückzudrängen und nun ihrerseits Wulinien einzunehmen. In der Folge dessen, dass sie sich nun unter deutscher Kontrolle befanden, versuchten nun viele Wulinien-Deutsche so ihrerseits in deutsche Gebiete auszuwandern, um so den Schrecken des Krieges, die bereits zu hohen menschlichen Verlusten unter ihnen geführt hatten, zu entgehen. In ihrem zahlenmäßigen Zenit hatte es kurz vor dem Ersten Weltkrieg möglicherweise rund 300.000 Wulinien-Deutsche gegeben. Durch den Ersten Weltkrieg und den daraufhin folgenden Bürgerkrieg sowie den polnisch-sowjetischen Krieg hatte sich diese Zahl mehr als halbiert. So, dass als in Wulinien, als dieses zwischen der Sowjetunion und Polen geteilt wurde, nur noch rund 125.000 Deutsche lebten, währenddem jene Deutschen, die in den östlichen Teilen Wuliniens lebten, in der Sowjetunion vor allem unter Deportation und willkürlichen Kollektivierungsmaßnahmen zu leiden hatten, wurden auf die Wulinien-Deutschen, die im Westen lebten, also jetzt im Staatsgebiet des damaligen Polens beheimatet waren, ein starker Polonisierungsdruck und teils willkürliche Übergriffe ausgeübt. Das Ende der Wulinien-Deutschen in diesem klassischen Sinne sollte dann jedoch der Zweite Weltkrieg sein. Nachdem Polen durch das Deutsche Reich und die Sowjetunion erobert und aufgeteilt worden war, wurden die Wulinien-Deutschen so ab 1939 systematisch in die eroberten Ostgebiete umgesiedelt. Unter der Prämisse, dass man sie heim ins Reich holen würde, war es dabei ein maßgebliches Ziel der Führung des Dritten Reiches, dass sich die Wulinien-Deutschen wie andere deutsche Minderheiten aus Osteuropa auch, wieder restlos in die deutsche Gesellschaft zurückassimilieren sollten. Insbesondere bei jüngeren Generationen hatten die Versprechungen der NS-Regierung zudem zu einer recht großen Einwanderungs- und Assimilierungsbereitschaft geführt. Die Wulinien-Deutschen wurden dabei schwerpunktmäßig in der Gegend um Białystok angesiedelt. Białystok war damals ein Teil des Reichsgraus Ostpreußen geworden und sollte systematisch germanisiert werden. Zur endgültigen Vertreibung der Wulinien-Deutschen kam es dann jedoch mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach diesem wurden die Wulinien-Deutschen, wie die allermeisten anderen ostdeutschen Volksgruppen auch, in die bei Deutschland verbleibenden Gebiete der DDR und BRD vertrieben. Im Wesentlichen in der Nachkriegszeit assimilierten sich die Wulinien-Deutschen dann auch in die standarddeutsche Gesellschaft. Ein Eindruck von Kultur und Lebensweise der Wulinien-Deutschen kann heutzutage also allenfalls noch im Museum gewonnen werden. Ein solches Freilichtmuseum gibt es im Übrigen in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Aussiedlerhof von Wulinien-Deutschen teils detailgetreu rekonstruiert wurde. Hiermit wären wir aber am Ende der Geschichte der Wulinien-Deutschen und damit von diesem Video angekommen. Ich persönlich finde die Geschichte der Wulinien-Deutschen dahingehend sehr interessant, als dass sie eigentlich eine der größten russlanddeutschen Aussiedlergruppen waren. Während ihres Zenites umfassten sie so rund 300.000 Individuen. Und dennoch habe ich persönlich den Eindruck, dass die Wulinien-Deutschen im Vergleich mit anderen Aussiedlergruppen in Russland immer etwas ins Hintertreffen geraten. Besonders aus diesem Grund fand ich es also sehr interessant, dieses Video zu recherchieren. Wenn euch dieser Beitrag aber gefallen hat und ihr das Interesse an diesen Themen ganz genauso teilt, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!